Doppelgänger Tech Talk. So geht Startup. Zum Digitalduell. Zu Handelsblatt Disrupt. OMR Podcast. Welcome to the world of the media. Startup Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien im Dialog. Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier die wichtigsten Podcasts in Deutschland vor, die man als Startup-Unternehmer oder Startup-Begeisterter kennen sollte. Und so auch dieses Mal. Ich freue mich sehr, Andreas Weck ist hier, der Podcast-Host von T3N, dem wöchentlichen Update für digitale Pioniere. Ein Podcast, den es wirklich schon, ja, ich glaube, genauso lange gibt wie den OMR-Podcast, also wirklich so ein Branchenveteran. Wir haben über die Anfänge gesprochen, über die Hintergründe, über die Mission, die damit verbunden ist, über das Team dahinter und natürlich über die Gründe, warum man diesen Podcast kennen sollte. Also ein tolles Gespräch. Wartet auf euch, es geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf morgen. Wie jeden Sonntag, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel stellt ja im Rahmen der Reihe Startup Insider Read Only die wichtigsten Neuerscheinungen am Büchermarkt vor. Und morgen ist zu Gast Vanessa Weber. Sie ist CEO von Werkzeug Weber aus Aschaffenburg. Und sie hat ein Buch geschrieben über ihre Gedanken zu dem ganzen Markt. Und das Buch heißt Mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Und ja, auch das ist ein tolles Buch. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, da mal morgen reinzuhören. Ihr wisst ja, am Sonntag, Bücherzeit ist genau das Richtige. Entweder zum Frühstück im Bett oder beim Spaziergang durch den Park. Einfach mal in den Podcast reinhören und sich dann hoffentlich begeistern lassen oder inspirieren lassen. Also auf jeden Fall kann man viel mitnehmen. Das Gespräch dann, wie gesagt, morgen. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Andreas Weck, der Podcast-Host von T3N. Werbung. Die Baubranche ist eingestaubt und veraltet. Klingt langweilig? Ganz im Gegenteil. Denn hier steht Digitalisierung und Optimierung der Prozesse noch ganz im Anfang. Wir sind Karthago, eines der am schnellsten wachsenden Construction-Tech-Startups in Deutschland. Mit frischem Kapital revolutionieren wir die Materialbeschaffung im Bau. Dafür suchen wir Talente, um unser starkes Team zu vergrößern. Sales, Tech, Marketing und Product. Alles dabei. Schreib uns auf LinkedIn oder bewirb dich unter www.karthago.de/jobs. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Media Talk. Jetzt zu Gast Andreas Weck, Podcast Host von T3N, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Also ich freue mich sehr, Andreas Weck ist hier, Ressortleiter New Work von T3N und vor allem auch Co-Host vom T3N Podcast. Hallo Andreas. Hallo Jan, grüß dich. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen und ja, wirklich irre, was ihr da alles macht, Andreas. Vielleicht bevor wir einsteigen, vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor und vor allem auch T3N, dieses, ich würde fast sagen, dieses Multiversum, was ihr da mittlerweile aufgebaut habt, ist ja wirklich irre, was ihr alles macht, ne? Ja, das stimmt. Gut, ich fange bei mir an, das ist am einfachsten, glaube ich. Mhm. Ich bin Ressortleiter New Work, wie du schon gesagt hast, beschäftige mich viel mit den Themen Arbeit und Management. Und immer ein bisschen so an der Schnittstelle zur New Economy natürlich. Bin seit 9 Jahren dabei und habe viele Entwicklungsstufen mitgemacht und auch viele Formate, unter anderem auch den T3N Podcast. Wir sind ja so ein bisschen, oder zumindest sagen es immer so manche Leserinnen und Leser über uns, die Bunte der Netzwelt. Okay. Mit ganz vielen verschiedenen Themenbereichen von E-Commerce, ja, über, wie gesagt, Karriere, natürlich Startups und Digitalwirtschaft. Wir haben auch das Ressort Infrastruktur beispielsweise, wo wir dann eben auch über Netzqualitäten in Deutschland sprechen, ein leidiges Thema, das nie an Aktualität verliert. Und genau, wir selber sind seit 15 Jahren am Start, oder ein bisschen mehr sogar. Wir sind eine Ausgründung eigentlich aus der Uni Hannover, also aus der Technischen Uni Hannover. Unsere drei Gründer haben damals ein CMS entwickelt auf Typo3-Basis und damit das erste T3N-Magazin gelayoutet sozusagen. Das CMS gibt es heute nicht mehr, aber das die Bachelorarbeit, das T3N-Magazin hat überlebt. Aber damit auch die Namensfindung geklärt, ne? Weil T3N ist ja wirklich, das ist ja ein sehr, sehr etablierter Markenname, aber ich glaube, vielen ist die Herkunft des Namens gar nicht klar. Die meisten denken, es ist 10. Ach so, ja, stimmt. So habe ich es noch gar nicht gelesen. Aber vielleicht auch, weil ich weiß, wo es herkommt. Ne? Und ihr habt jetzt gerade, ihr seid akquiriert worden auch. Ne? Das ist ja auch nochmal ein spannender Move bei euch gerade. Das heißt, das Unternehmen verändert sich vielleicht nochmal ein bisschen, ne? Ja, also wir sind akquiriert worden von Heise Media. Das ist bisher eine Übernahme, die sich für uns noch nicht wirklich anders anfühlt als vorher.
Ich glaube, Heise hat auch irgendwie, wie soll ich das sagen, so ein bisschen Lust, so die jungen Wilden mal in dieses große Verlagshaus zu holen und vielleicht ein bisschen mal zu gucken, wie wir so arbeiten, weil wir doch, glaube ich, sehr unkonventionell untereinander arbeiten und auch miteinander. Und ja, wie gesagt, bis jetzt fühlt sich das ganz gut an. Also die Übernahme war Ende letzten Jahres und es ist alles wie immer. Ja, und gemeinsam sorgt ihr jetzt dafür, dass der Standort Hannover noch mehr auf der Landkarte auftaucht, ne? Das wäre natürlich schön. Ja. Ich meine, es wäre jetzt natürlich irgendwie ein bisschen übertrieben zu sagen, dass wir so der Leuchtturm in Hannover sind, weil die Heise Verlagsgruppe gibt es natürlich schon viel, viel länger als uns. Insgesamt natürlich viel größer und auch viel erfolgreicher, wenn man jetzt mal einfach nur in Views beispielsweise auf deren vielen unterschiedlichen Seiten blickt. Aber wir freuen uns natürlich, ein Teil dessen zu sein und gemeinsam da auch ein bisschen nach vorne zu gehen. Denn ganz klar, wie gesagt, kann, glaube ich, die Heise Media Group von uns was lernen, aber die auch von, oder wir auch von denen. Und ja, es ist spannend auf jeden Fall. Und bleibt auch spannend wahrscheinlich. Aber jetzt lass uns mal über den Podcast reden. Das ist ja das eigentliche Thema heute. Und das ist, apropos spannend, auch eine spannende Entwicklung. Ne? Der hat ja irgendwie ganz besonders angefangen, muss man sagen, der Podcast, oder sehr ungewöhnlich. Ja, sehr ungewöhnlich, genau. Es ist so, dass der T3N-Podcast 2015 gestartet ist, allerdings überhaupt nicht unter T3N-Flagge. Es war vielmehr so, dass unser damaliger Chefredakteur, der Luca Caracciolo, dieses Projekt privat gestartet hat und das dann so erfolgreich wurde, dass wir das quasi mit natürlich auch seinem Wunsch einverleibt haben. So eine typische Intrapreneur-Geschichte eigentlich im Endeffekt. Mhm. Und genau, das war, haben wir nie bereut, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Und Luca, glaube ich, auch nicht, obwohl er heute nicht mehr da ist. Er wurde schon sehr professionalisiert, natürlich auch ein bisschen mit unserer Money Power und auch mit unseren Themen, unseren vielfältigen Themen natürlich. Ja, wir waren auf jeden Fall relativ früh dran. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen. 2015, 2016 war das noch so ein bisschen, oder das Podcast-Format ja noch ein bisschen, ich sag mal so, in der Schublade. Die dritte große Welle, muss man ja eigentlich sagen, die dann jetzt so richtig für einen Durchbruch gesorgt hat, die ging ja, ich würde sagen, 2018, 2019 so richtig los. Und da fühlen wir uns auch ein bisschen als First Mover, muss ich ehrlich sagen. Ja, also muss man wirklich sagen, da wart ihr extrem früh dabei. Zeitgleich erklärt das auch ein bisschen, ich hatte mich gefragt, warum die Folgen am Anfang so unregelmäßig und auch doch mit relativ großen Abständen, da waren immer so ein Monat mal zwei Monate dazwischen. Das ist schon für einen Podcast relativ, also aus heutiger Sicht relativ ungewöhnlich. Zeitgleich habe ich mir die ersten Folgen angeguckt und habe dann gedacht, dass die Titel, die ihr damals besprochen habt, die könnten eigentlich aus der heutigen Zeit stammen. Ne? Also die erste Folge war die Zukunft von Twitter. Könnte de facto aus dieser der aktuellen Woche sein eigentlich, ne? Und dann zweite Folge war, warum Musikstreaming so ein schwieriges Geschäft ist. Es ist irgendwie auch, also mit sehr viel Vision schon damals rangegangen, denn auch das hat sich ja noch nicht so richtig gebessert, wenn man sich so die Spotify-Zahlen und so weiter anguckt. Aber vielleicht schlagen wir mal den Bogen, weil du hast ja jetzt gerade schon die Veränderungen angesprochen. Ihr habt relativ viele verschiedene Köpfe, die diesen Podcast betreuen, ne? Ja, genau. Also wir haben natürlich einen Head of Podcast, der so ein bisschen die Planung im Hintergrund übernimmt, schaut, dass auch immer wirklich auch neue Folgen nachrutschen. Wir verstehen uns aber auch selber als Mehrautorinnen und Mehrautoren Podcast, weil wir natürlich auch alle andere Themen haben. Ne? Ich habe ja schon erzählt, ich habe diese ganzen Themen Arbeit, Karrieremanagement. Dann meine Kollegin Insa beispielsweise, die mehr auf die ganzen Themen Startups und Digitalwirtschaft geht. Also jeder und jede von uns hat ein Fachgebiet und diese Personen sollten natürlich dann auch mit ihren Gästinnen und Gästen über deren Fachgebiet reden. Ne? Und so kommt das, dass wir dann ja beispielsweise mal die Insa haben oder dass ich mal einen Podcast mache. Wir haben aber auch viele verschiedene Formate, ne, die jetzt gar nicht unbedingt auf ein Fachthema abzielen, sondern ich sag mal jetzt dieses, also montags kommt bei uns zum Beispiel immer das Montagsbriefing, wo wir so die heißen News der Woche sozusagen schon mal so ein bisschen anteasern. Und die sind dann, glaube ich, auch immer eingesprochen von Alex, wenn ich mich jetzt nicht täusche, unserem CVD. Wobei das wahrscheinlich auch ab und zu mal
wechselt und das vielleicht auch mal jemand anderes macht. Ja, also jetzt genau das letzte Briefing, was ich mir angehört habe, das, wo ihr so die Tipps von der OMR euch nochmal vorgenommen habt oder die Learnings von der OMR, das war auf jeden Fall kein Mann. Jetzt habe ich habe es jetzt nicht vor Augen, wer es war, aber auf jeden Fall. Also es fällt auf jeden Fall auf, dass bei euch wirklich sehr, sehr viele verschiedene Sprecher zu Werke gehen. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das denn mit euren Hörerinnen und Hörern? Also habt ihr da für euch so ein klares Profil von den Hörerinnen und Hörern oder habt ihr also und die verlangen diese Vielfalt an Themen und kommen auch damit zurecht, dass es verschiedene Redakteure sind oder Moderatoren? Oder ist es eher so, dass ihr eigentlich daraus auch mehrere Kanäle machen könntet, die dann vielleicht noch zielgerichteter wären? Ja, also ich sag mal so, der oder die klassische T3N-Leserinnen und Leser, ist, diese Peer Group ist uns natürlich bekannt, unabhängig jetzt mal von den ganzen Kanälen. Wir machen ja auch mal Leserumfragen. Und wir haben da schon ein ganz klares Bild zwischen 20 und 40, ich glaube zu fast 70% Männer leider noch. Also nichts gegen Männer, aber im Tech-Bereich so, ne? Halt im Tech-Bereich so. Wir wünschen uns natürlich mehr Frauen, aber das ist Work in Progress, sage ich mal so. Das kann man nicht forcieren. Ja, für diese Menschen machen wir natürlich diese verschiedenen Formate und so wie diese Menschen Artikel von unterschiedlichen Personen lesen und sich daran eigentlich nicht groß stören, so hören sie jetzt auch Podcasts von unterschiedlichen Personen und stören sich eigentlich auch nicht dran. Wir haben ganz, ganz, ganz selten mal ein Feedback, dass vielleicht mal der Andreas Weck ein bisschen zu nasal gesprochen hat, weil er gerade häufig Schnupfen hatte. Oder dass irgendwie der Chefredakteur Holger Schellkopf ein bisschen zu sehr bayerisch spricht und man das doch abstellen sollte. Hey, aber ganz ehrlich, da backen wir uns ein Ei drauf. Ja, nee, also, ich meine, das ist ja auch harmloses Feedback. Nee, ich dachte jetzt eher, dass dann vielleicht Menschen, die euch abonnieren, dann trotzdem immer nur sehr punktuell reinschalten, weil sie halt sagen, zum Beispiel, mich interessiert jetzt nur das Thema Startups oder nur New Work oder ich weiß nicht, auch nur die Wochenbriefings. Also es sind ja dann doch eben sehr unterschiedliche Formate und auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ne? Ja, genau. Also das ist klar. Das kennt man ja auch aus seinem eigenen Podcast-Hörerverhalten. Es gibt manchmal Themen, die interessieren. Es gibt Themen, die interessieren nicht. Ich sag mal, wenn es nur mal so ein typischer Hotel-Matze-Podcast, so ein Interview-Podcast, der hat manchmal wochenlang oder monatelang Leute, die ich nicht kenne oder die ich nicht unbedingt kennen möchte und wo ich einfach weiterskippe. Und dann auf einmal hat er eine Person da, wo ich mir denke, oh, das muss ich mir jetzt auf jeden Fall mal anhören. Und genauso ist das bei uns natürlich auch. Ne? Also jetzt, klar, wenn man jetzt so ein Thema wie Twitter aktuell sich schnappen würde, vor allen Dingen dann eben auch mit Elon Musk zusammen, dann wird das sicherlich eine Folge sein, die abgeht, wo sehr viele hören. Wenn wir uns jetzt aber vielleicht irgendwie ein Thema nehmen, keine Ahnung, irgendeine E-Commerce-News, die gerade irgendwie passiert, Shopify hat Aktienwert verloren um 40%. Beispielsweise, glaube ich, ist das dann eher was so eine speziellere Peer Group auf jeden Fall interessiert. Mhm. Und richtig, richtig, richtig abstrakt wird's. Das hatte ich zum Beispiel mal, da habe ich mal mit der Laura, Mensch, wie hieß sie denn nochmal, von Meet Your Mentor. Lewandowski, vielen Dank, genau. Ja. Mit Laura Lewandowski mal über ein Ayahuasca-Trip gesprochen und über Selbstoptimierung. Aha. Und das war nachher schon so nischig und so sehr speziell, dass es dann doch und weniger Menschen noch interessiert hat. Genau. Ja, wobei, also ich meine, das ist natürlich immer die Frage der Erwartungshaltung. Ne? Man könnte ja auch andersrum argumentieren. Also das klingt jetzt gerade nach so einer Art Buffet und der Hörer oder die Hörerin greifen halt nach dem, was ihnen gefällt, ne? Und was sie interessieren könnte. Zeitgleich könnte man ja auch sagen, man kuratiert das Ganze so, dass die Erwartungshaltung immer eingehalten wird und dass man eigentlich egal, also jetzt Hotel Matze wäre für mich wahrscheinlich so ein Beispiel, auch wenn ich eher deinem Hörerverhalten entspreche, aber ich würde vermuten, dass die Gastauswahl auf einem Niveau stattfindet, dass eigentlich fast jeder Podcast, auch wenn ich da mal zufällig reinhöre, eigentlich spannend ist, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben jetzt nicht irgendwie Leute in direkten Interviews, die vielleicht unbekannt sind oder vielleicht auch eher so ein oberflächliches Wissen nur haben. Jetzt nicht, dass die Bekanntheit der Person eine Rolle spielt, ne, sondern eher so die fachliche Tiefe, die dann mitgebracht wird. Aber oft geht das eine ja mit dem anderen einher. Ne? Also ist ja ganz klar, wenn ich jetzt über die Themen New Work sprechen will oder über HR beispielsweise generell,
Und dann ist das in der Regel eine Person wie Kawa Yunusi, Personalvorstand von SAP, die auch gerade auf einer sehr großen Aufmerksamkeitswelle reitet. Aber das ist natürlich dann gern gesehen, weil es auch unserer Reichweite natürlich ein bisschen zuträgt, logisch. Aber im Endeffekt ist da ja auch ein mega Know-how hinter. Die Person ist, weiß ich nicht, 20 Jahre wahrscheinlich schon in diesem Bereich unterwegs und kann uns von Dingen erzählen, die ich als 35-Jähriger noch nie gehört habe. Mhm. So suchen wir dann eben schon ein bisschen die Leute aus. Also Aktualität, Bekanntheit, aber natürlich Know-how. Und das dann aber immer scheibchenweise, je nachdem welches Format, nicht welches Format, sondern welches Ressort ist. Und dann kommen die Leute rein oder gehen raus, je nachdem, ob sie Bock auf das Thema haben. Und was darüber hinaus noch auffällt bei euch, finde ich, ihr habt auch verschiedenste, ja ich weiß gar nicht, Kooperationen könnte man es wahrscheinlich nennen, also mit anderen Podcastern, die dann quasi auf eurem Kanal auftauchen. Und dann aber eigentlich, wenn ich es richtig sehe, von euch zwar anmoderiert werden, aber dann kommt eigentlich deren Podcast. Ne? Das sind also irgendwelche, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwelche Kollaborationen, die ihr da veranstaltet, ne? Genau, das ist oftmals so, dass das aus dem Interesse heraus entsteht. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen Podcast mit Celine Flores-Villas bei uns eingetütet, die auch viel über diesen Bereich LinkedIn und so ja referiert und auch sehr nah an der Digitalwirtschaft immer spricht. Und die hat ja auch einen eigenen Videopodcast, 45 Dive, glaube ich, hieß der. Oh ja, okay. Und da hatten wir dann auch mal einfach so eine Koop reingeholt und haben gesagt, Mensch, du hast so coole Leute, die passen auch so gut zu T3N. Und sie sagte, ja, und ihr habt halt irgendwie eine krasse Reichweite. So. Und dann hat man gesagt, komm, wir probieren mal ein paar Folgen zusammen aus. Und manchmal hat das dann Bestand, manchmal löst sich das auch wieder auf, aber das ist so ein bisschen auch so unsere Art. Ne? Also wir sind so eine Ausprobierer und wenn etwas nicht klappt, dann ist auch nicht schlimm, dann hat es halt nicht geklappt. Oder wenn Interessen auseinandergehen, ist auch nicht schlimm, dann haben wir zumindest eine coole Zeit gehabt. aber ja, genau, so muss man es ja dann auch sagen. Also es war für Celine und für mich auf jeden Fall eine witzige Sache, dass wir mal so eng zusammengearbeitet haben. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum es nachher nicht weiterging. Irgendwann habe ich das Thema dann auch abgegeben und habe gesagt, so hier, jetzt hast du mal da zwei andere, mit denen du das vielleicht weiter auf die Straße bringen kannst. Ich muss mich jetzt wieder gedanklich in andere Sachen reinfuchsen. Müsste ich mal nachfragen, warum es das eigentlich nicht mehr gibt. Naja. Ja, über euch habe ich jetzt zum Beispiel den Podcast Equalizer, heißt der, glaube ich, kennengelernt. Ne? Also das sind zwei Podcasterinnen, die dann, habe ich Sophie Chang neulich gehört bei euch, das fand ich ganz spannend. Und dann, wer immer wieder auftaucht, ist der Fabian Tausch, ne? von Unicorn Bakery. Und da sind es aber, glaube ich, genau solche Kollaborationen, dass ihr einfach, also ich glaube, er nimmt es auf und dann wird es auf beiden Kanälen gleichermaßen gesendet, auf seinem und auf eurem, ne? Genau, richtig. Immer so eine Art Co-Branding dann für diese Zeit zumindest. Mhm. Das Schöne, glaube ich, für die Person ist eben auch, dass es dann ja auch immer noch mal einen kleinen T3N-Artikel dazu gibt. Also, dass wir nicht nur auf Spotify und Apple Music etc. dann das veröffentlichen und dann ist gut, sondern es gibt dann immer noch so ein Posting auf der Seite drauf, der das Ganze noch anteasert, der sich dann auch noch mal ein bisschen schicker in sozialen Medien teilen lässt mit einer Headline und einem ordentlichen Teaserbild. Und ja, auch natürlich auch inhaltlich noch ein bisschen mehr Futter zur Sendung. Und das ist dann halt auch so, dass sie sagen so, ja geil, also ich meine, wenn man das selber als Podcaster alles aufsetzen müsste, hast du ja mega viel zu tun. Wir haben halt eine Redaktionspower dann natürlich im Rücken, so dass wir sagen, kein Ding, du machst deine Gäste oder deine Gästinnen, so je nachdem, was du halt irgendwie da machen möchtest. Wir sprechen das auch nicht ab. Also in der Regel, wir haben uns ja dafür entschieden, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die Gäste passen. Sollte es jetzt so sein, dass es dann mal nicht so ist, was bisher noch nicht passiert ist, dann kann man ja auch mal sagen, man lässt eine Folge ausfallen. Ne? Und man muss halt dazu sagen, eure Seite ist wirklich sehr reichweitenstark. Ne? Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Das heißt, das, was du gerade so als Added Value da angesprochen hast, das ist, glaube ich, für viele dann schon wirklich besonders, weil ihr wahrscheinlich in dem ganzen Segment, ich weiß nicht, wie man das Segment genau definieren möchte, aber also vorne mitspielt auf jeden Fall, ne? Ja, also in den Tech-Medien haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Reichweite. Ich habe die Zahlen immer nicht so im Kopf, ne, weil ich jetzt nicht so, sage ich mal, drauf gucke. Ich gucke halt drauf, dass ich irgendwie coole Artikel habe, die am Zeitgeschehen sind. Und für die einzelnen Artikel kann ich natürlich immer sehr gut die Abrufzahlen nennen. Fürs ganze Magazin jetzt nicht. Ich meine,
meine mal zuletzt gelesen zu haben, dass es 9 Millionen Besucherinnen und Besucher sind pro Monat. Ja, Wahnsinn. Ja, also es ist schon ordentlich. Es ist noch nicht so viel wie jetzt vielleicht andere Mitbewerber wie Business Insider. Die haben da ja einfach so eine krasse Reichweite sich aufgebaut. Natürlich auch durch Querverlinkungen auf Welt und vielleicht, weiß ich es nicht, vielleicht sogar auf Bild. Geht natürlich dann immer ganz gut, auf krasse Reichweiten zu kommen, wenn man so eine Partner hat. Andererseits fällt mir gerade ein, könnten wir das ja auch mal mit Heise eintüten. Ja, würde total Sinn machen. Ja. Und eigentlich auch, euer Podcast ist ja eigentlich auch ein separater Kanal. Da hast du jetzt gerade schon beschrieben, wie ihr da Querverweise aufbaut. Aber das sind ja genau solche Dinge, wie man sich da gegenseitig pushen kann. Ne? Also habt ihr ja früher auch oft, ich weiß nicht, ob das regelmäßig passiert, aber aus dem Podcast heraus die Magazine und die Plattform beworben und umgekehrt. Das macht ja total, total Sinn. Ja, das verzahnt alles. Also früher gab es ja im Journalismus immer mal so diesen Krieg zwischen Online und Print. Den haben wir in nie mitgemacht, weil wir natürlich als Medium aus dieser New Economy heraus entstanden sind, immer sehr digitallastig schon, aber das Ursprungsprodukt war ein Printmagazin. Mhm. Aber es ist halt quasi von Tag 1 sind wir im Print und Online zusammengewachsen. Und dann war es natürlich auch nur logisch, dass dann auch nochmal ein Podcast-Format da mit reinrutscht und dass wir vielleicht auch ein Newsletter irgendwie auch mal in Print tatsächlich anwerben oder auch mal einen Podcast online oder eben online das Printmagazin und alles ist miteinander verzahnt auf jeden Fall, ja. Puh, das ist ein langes Interview. Hier eine kleine Atempause. Langsam einatmen. Hast du einen Service oder ein Produkt, das für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte? Startup Insider Daily ist das Informationsmedium der deutschen Startup-Szene. Wir informieren täglich über alle relevanten Nachrichten mit unserem morgendlichen Newsletter und natürlich auch mit unseren täglichen Podcast-Folgen. Unsere Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer sind Startup-Enthusiasten, Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren und haben ein großes Interesse an digitalen Trends. Informiere dich jetzt über unsere Werbemöglichkeiten auf www.startupinsider.de/mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales@startupinsider.de. Wir beraten dich gerne. Und langsam ausatmen. So, und jetzt geht es weiter. Und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in den ganzen flankierenden Themen, ne? Also da ist mein Lieblingsbeispiel ist immer der Doppelgänger-Podcast, die ja mit ihrer Discord-Community und dann irgendwelchen Sheets, ich weiß nicht, ob du den Doppelgänger-Podcast hörst, aber dann... Natürlich. Natürlich, genau. Und dann gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Themen, die sie ja drumherum machen, die finde ich auch sehr innovativ sind. Jetzt hast du bei euch die Webseite gerade genannt. Gibt es andere Themen, wo ihr mit zum Beispiel mit Hörerinnen und Hörern interagiert oder wo man noch mehr über den Podcast erfährt? Also Themen oder Plattformen? Ja, eigentlich sowohl als auch. Ne? Ich hätte jetzt fast eher gesagt Plattformen und Kanäle. Also jetzt zum Discord als Beispiel, wo ja tatsächlich dann so ein Austausch stattfindet, sieht man, glaube ich, in der Podcast-Szene relativ selten, dass so eine Community entsteht. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also die Community bei uns, die wird jetzt nicht natürlich einzeln auf ein Thema oder ein Format oder eine Plattform gepflegt, sondern das ist auch sehr gesamtheitlich eigentlich zu betrachten. Ich persönlich mache zum Beispiel viele Twitter-Umfragen, wo ich Leute auch einfach zu Themen ausfrage oder auch mal sage, hey, wollt ihr mir, oder ich setze ein Thema und dann bekomme ich Feedback und setze mit denen Texte auf. Und ein paar andere machen das auch gerne über LinkedIn. Wie gesagt, wir machen aber auch selber immer so eine Leserinnenumfrage, die dann passiert. Und so holen wir uns halt immer irgendwie Feedback von der Community rein, setzen Themen, die Community sich wünscht. Machen auch jetzt neuerdings für unseren Pro-Bereich, also wir haben ja Pro-Member, die zahlen und die bekommen zum Beispiel auch einmal im Monat einen Pro-Talk. Da machen wir dann sozusagen kleine Interviewreihen, die in einem Videochat passieren, wo die Leserinnen und Leser dann aber auch mit den Leuten reden können. Also wo sie mitmachen können, dass es dann nicht nur wieder so eine Einbahnstraße ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage so beantwortet, aber wir haben halt so viele Feedback-Kanäle, granular, einzeln, je auch nach Interesse des jeweiligen Redakteurs oder der Redakteurin, wo wir eigentlich permanent mit den Leuten auf jeden Fall im Austausch sind.
Gibt es denn eigentlich von euch, das weiß ich offen gestanden gar nicht, ich habe ja vorhin gesagt, oder hatte ich dich gefragt, ob man die Podcasts auf verschiedenen Kanälen auch distribuieren könnte, weil sie ja eben thematisch zum Teil sehr unterschiedlich sind. Gibt es denn von euch weitere Podcast-Formate? Also interessant ist ja, ihr seid ja ungefähr zur gleichen Zeit gestartet wie OMR, ne? Und OMR hat sich ja total krass weiterentwickelt, hat daraus ein ganzes Podcast-Imperium gebaut. Und von euch kenne ich jetzt diesen einen, aber ist das mein Fehler oder gibt es tatsächlich nur diesen einen? Nein, es gibt diesen einen, aber die Frage passt sehr gut, weil wir haben jetzt im Sommer auch einen kleinen Relaunch vor. Wir wollen verschiedene Formate im T3N-Podcast behandeln. Also ich sag mal jetzt, typisch ist ja, wie gesagt, dieses montags das Wochenbriefing. Dann gibt es freitags immer diesen Interview-Podcast. Wir wollen aber zum Beispiel mittwochs auch gerne so einen Hintergrund-News-Podcast machen. Wir wollen die alle zwar schärfer, sage ich jetzt mal, unter einer Dachmarke vereinen, aber wollen sie auch granular ein bisschen besser voneinander, zumindest also so optisch, auch abgrenzen. Aha. Ne, dass man besser weiß, okay, heute ist der Wochenbriefing-Podcast, dann kommt der Interview-Podcast und hier haben wir den Hintergrund-Podcast. Und wie das genau aussehen wird, da kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber wie gesagt, es geht natürlich darum, dass die Zielgruppen sich nochmal besser orientieren können. Es geht auch darum, dass man vielleicht bestimmte Formate vielleicht auch anders bewerben kann. Also sowohl für uns nach außen, als aber auch für Werbepartner nach innen. Und dass wir auch noch ein bisschen inhaltlich und thematisch eine größere Bandbreite mitbringen. Und wo wir gerade über den OMR-Podcast gesprochen haben, so als Brücke, dort gibt es ja immer so regelmäßige Gäste. Ne? Ist das bei euch ein Thema? Also weil, sag mal, eure Redakteure nehme ich natürlich regelmäßig wahr, aber habt ihr auch noch so Stammgäste? Nee, eigentlich nicht, ne? Haben wir Stammgäste? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gab schon mal Leute, die mehrfach da waren, aber das war dann nicht jetzt unbedingt unter dieser Dachflagge so, wir haben hier einen Stammgast und den müssen wir mal wieder reinholen. Also die regelmäßig kommen und ne, genau. Habt ihr nicht, ne? Ich glaube, Alexander Graf war, glaube ich, schon mehrmals da. Aha. Aber wir hatten halt damals zum Beispiel auch mal den Chefredakteur-Talk, der war zwischen Stefan Dörner und Luca Caracciolo. Die waren ja, der eine war ja Print, der andere war Online-Chefredakteur und die haben sich zum Beispiel auch dann immer gegenseitig einmal die Woche zu einem aktuellen heißen Thema unterhalten. Und sowas wäre natürlich auch denkbar, ne? Sowas mal wieder zu tun, dass es da irgendwie ein Format gibt, wie Doppelgänger halt, ne? Wie Philipp. Ja, genau, deswegen frage ich. Ja, das ist eigentlich finde ich eine sehr dankbare, weil man verbindet sich dann auch mit den Leuten, ne? Man im Laufe der Zeit, also man baut halt so eine Beziehung auf, so einseitig, ja. Voll. Ja. Ich meine, also wichtig ist halt immer so ein bisschen zu verstehen, so dass wir da vielleicht ein bisschen anders als OMR, die das, glaube ich, schon sehr strategisch alles vorausplanen, wie sie etwas haben wollen. Die sind super agil auch und super flexibel, ne, in der Umsetzung nachher. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr auch am Reißbrett alles entwickelt, während das bei uns mehr so ein bisschen so ein Learning by Doing ist und Work in Progress. Also was heute gut läuft, kann aber auch morgen schon wieder eingestampft werden, weil wir vielleicht selber die Lust dran verlieren, obwohl es gut läuft. Ne? Das ist ja spannend. Also, ja, kann auch passieren. Oder dass wir einfach sagen, ach Mensch, jetzt hier eine Kollegin oder ein Kollege ist gewechselt, jetzt haben wir halt diese Person nicht mehr da, voll schade. Die mochte das sehr gerne und konnte das sehr gut. Und dann lassen wir uns halt was anderes einfallen. Ne? Also es gibt da keine, wie soll ich sagen, Reaktionspläne, wo Leute jetzt irgendwie festgenagelt werden, dass das jetzt die nächsten 6 Monate so zu laufen hat oder so. Ganz und gar nicht. Also selbst bei mir beispielsweise, ich habe jetzt länger keinen T3N-Podcast gemacht, weil bei mir ein paar andere Dinge momentan aufgeploppt sind. Es kommt dann auch keiner an und sagt, Andreas, du hast aber jetzt den letzten Podcast erst vor 2 Monaten gemacht, ne? Jetzt musst du aber auch mal wieder ran. Nee, überhaupt nicht. Also wenn es da jetzt Kolleginnen und Kollegen gibt, die da gerade ein bisschen mehr Zeit haben, dann machen die jetzt 2 Monate lang mal das Format, also wenn sie auch Bock drauf haben und wenn die mal wieder in irgendwas drin stecken, was ein bisschen mehr Fokus benötigt, dann rutsche ich nach und mache mal wieder was, ne? So läuft das bei uns ab. Ja, super sympathisch, muss ich sagen. Also das ist, klingt so, als gibt man den Leuten den Freiraum, den sie haben möchten, um sich dann irgendwie punktuell selbst zu entfalten, wenn sie möchten, ne?
Genau. Und das ist natürlich auch nochmal so, also auf die Frage, die du vorhin ja auch gestellt hast, so ein bisschen Qualität oder beziehungsweise was erwarten Leute dann von dir, also Leserinnen und Leser, dann macht es natürlich ein bisschen schwierig, ne, dass man sich jetzt vielleicht als Rezipient da so ein bisschen drauf einschießt, dass wir jetzt das und das haben und dann ist morgen wieder alles anders. Da passiert es bestimmt auch, dass mal ein paar abspringen und sich sagen, so das ist ja irgendwie komisch, ist ja gar nicht mehr so, wie ich es irgendwie mochte oder wie ich es von T3N erwartet habe. Mag sein, aber auch das ist uns eigentlich ein bisschen egal. Also nicht, weil uns die Leute egal sind, aber weil wir uns da nicht so in so ein Korsett pressen lassen wollen. Ne? Wir probieren aus, bleiben neugierig und machen Sachen auch mal wieder nicht und entwickeln uns aber trotzdem weiter. Aber das sind immer in größeren Updates, so wie jetzt im Sommer mal dieser Relaunch. Mhm. Und dazwischen kann kommen, was will. Naja, der Erfolg gibt euch da recht, ne? Muss man sagen. Also von daher, nee, tolle Einstellung. Gibt es denn, wenn man euch jetzt kennenlernen möchte, gibt es denn Folgen, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall mal gehört haben? Na, ich mache jetzt mal Werbung für die Laura Lewandowski-Folge, damit die Statistik auch gleich mal wieder ein bisschen hochgeht. Die war auch schon bei mir im Podcast, die ist ganz, ganz toll, muss ich sagen. Also, ja, ich fand die eigentlich auch super, weil sie auch so ehrlich war, weil sie auch so ein bisschen über diesen Selbstoptimierungs-Hype ja auch gesprochen hat, der ja auch mal ganz ehrlich eigentlich auch jeden angeht. Entweder man macht mit oder man hat halt voll den Hass. Irgendwas dazwischen gibt's eigentlich nicht. Und unterm Strich optimieren wir uns ja alle ein bisschen selber, indem wir irgendwelche Morgenroutinen irgendwie effizient aufziehen oder uns irgendwie Zeiten geben, um Bücher zu lesen. Ne? Das ist Selbstoptimierung im Endeffekt. Und sie hat es in dem Podcast dann eben auch nochmal anders gedreht und hat halt gesagt, so eine Ayahuasca-Tour mit einer bewusstseinserweiternden Komponente, die vielleicht dich auch noch mal ganz anders, also ich sage es mal ganz direkt so auf Drogen, irgendwie reflektieren lässt. Ne? Ich fand die Folge großartig, würde mich freuen, wenn ihr da alle noch mal reinhört. Ich habe auch einen schönen, ganz klassischen Journalisten-Fauxpas direkt am Anfang gemacht, also wird es auch noch ein bisschen witzig auf jeden Fall. Okay, cool. Ich habe ihn nicht rausgeschnitten, ich habe gesagt, der bleibt jetzt drin, auch das gehört dazu, aus Fehlern lernt man. Nee, total. Ich kann dir sagen, welche meine Lieblingsfolge ist, die ist aber schon ein bisschen älter. Und zwar damals noch der Stefan Dörner hatte mal Martin Sonneborn zu Gast. Ich glaube, das ist so 3 Jahre her oder sowas vielleicht, ich weiß gar nicht genau. Ja. Also den Gründer und ich weiß gar nicht, was er für eine Parteivorsitzende von Die Partei. Ne? Und der ist ja natürlich genau. So ein abgewiefter Typ. Also hat mir großen Spaß gemacht, weil bei dem ist ja irgendwie alles, was er sagt, ist ja irgendwie Satire und Humor. War sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil das auch damals eine Person war, die uns in Sachen Reichweite auch nochmal sehr gut getan hat. Ach ja, glaube ich. Weil es natürlich jetzt nicht der klassische Gründer oder die Gründerin war, ne, sondern eben, ja, wie du schon sagst, ein Satirepolitiker. Der aber ja auch ein kleines Twitter-Phänomen immer auch war, ne? Das muss man auch dazu sagen. Und da haben wir auch nochmal ganz andere Leute angesprochen und die ging sehr gut und hat schöne Zahlen hervorgebracht und war natürlich auch noch witzig. Also es war auf jeden Fall auch eine, die mir in Erinnerung geblieben ist, ja. Hörst du andere Podcasts, die du gerne empfehlen möchtest? Also jetzt mal abgesehen von eurem. Oder vielleicht bevor wir darüber sprechen, lass noch mal ganz kurz das Thema Team besprechen bei euch. Du hast ja jetzt schon einige Leute immer wieder mal erwähnt. Aber wie groß hat man sich dann euer Team vorzustellen? Das gesamte Team, das im Hannoveraner Büro sitzt, fast so 80 Personen, glaube ich. Also von Sales über Marketing, Redaktion, Grafik, Technik. Und dann die Bosse. Ne? Mhm. So, unsere Redaktion selbst würde ich jetzt mal auf so 10 Personen, 10 Personen würde ich sagen, sind wir. Können ein bisschen mehr sein, weil wir haben auch oftmals ein paar Freie noch mit zwischen, die dann auch mal ein halbes Jahr da sind, ein halbes Jahr nicht. Also ist schon eine krasse Manpower. Ne? Ich war jetzt zum Beispiel letzten Donnerstag oder ich weiß nicht genau, wann wir ausstrahlen, aber vor einem Donnerstag, vor nicht allzu langer Zeit, war ich beim German Startup Award und hatte mich da auch mal mit Alex Langer unterhalten von Business Punk. Und haben wir eben auch über so eine Sachen gesprochen. Ne? Was für Themen machen wir gerade? Wie groß ist die Manpower? So ein bisschen auch vielleicht mal ausgetauscht darüber, so was für Zahlen wir gerade so haben. Und das war auch ein sehr interessantes Gespräch, weil er auch sagte, ja krass, ihr habt halt auch richtig Manpower hinter. Ne? Und dann dachte ich mir so, ja okay, also
Ich habe immer das Gefühl, wir sind eigentlich eher so ein mittelgroßes Unternehmen. Wenn man jetzt beispielsweise sich natürlich vergleicht mit irgendwelchen großen Redaktionen von Springer oder von Gruner, dann glaube ich, sind wir mit 80 Personen gar nicht so viele. Aber ich glaube, in der Tech-Welt an sich als eigenständiges Magazin, was jetzt, sagen wir mal so, jetzt neuerdings hängen wir ja an einem großen Verlag, aber das war ja bis vor einigen Monaten noch nicht der Fall, waren ja Inhaber geführt, Gründer geführt. Und ich glaube, das ist halt dann schon krass, wenn man dann halt sieht, so 15 Jahre altes Medien-Startup, 80 Personen, die das irgendwie machen. So, da glaube ich, ist bei vielen immer ein großer Aha-Effekt. Es ist nicht ein Mann zu viel und nicht ein Mann zu wenig auf jeden Fall. Cool. Und das Gleiche gilt auch für Frauen natürlich. Also wir sind ein cooles Team, was sich versteht, was sich auf jeden Fall, wo auch Konflikte passieren, wie in jeder Firma, logisch. Aber wir kennen uns alle beim Namen und das ist auch irgendwie schön. Und nicht alle müssen alles machen, alle dürfen alles machen, wenn sie möchten. Und so wechseln wir da dahin, sozusagen. Ja, ich glaube, Gründerszene war auch mal so, in Spitzenzeiten waren die auch mal 80 Leute, ne? Aber ich glaube, Business Park zum Beispiel ist ein deutlich kleineres Team. Ich kenne jetzt da keine Zahlen, aber und das ist eigentlich interessant, ne? Weil, also sagen wir, die, wobei bei euch natürlich die Plattform, die ihr gebaut habt, oder die Webseite ist natürlich, wie gesagt, diese gigantische Reichweite, die hat, glaube ich, Business Punk, haben sie deutlich weniger. Aber Magazine bringt ihr ja auch beide raus, ne? Ja, genau, Magazine bringen wir beide raus. Ich kann jetzt nicht allzu viel über Strategie vom Business Punk sagen, aber da, glaube ich, fußt alles aufs Magazin. Ah ja, das kann sein. Oder sehr viel. Die Webseite von denen ist jetzt ja nicht unbedingt irgendwie mit Werbebotschaften gepflastert. Also ich glaube, es läuft da mehr aufs Magazin hinaus. Bei uns ist das halt alles gleichwertig. Ne? Also wir verdienen mit der Webseite in etwa genauso viel wie mit den Magazinen. Wir haben noch andere Dinge, Newsletter-Vermarktung, die gebucht wird, die ganz gut läuft. Wir haben eine Jobbörse auf der Seite, die auch immer ganz gut läuft. Gerade jetzt natürlich so auch eine krasse Geschichte eigentlich. So dieser IT-Fachkräftemangel, der ja schon länger eigentlich wabert, der ist ja jetzt momentan extrem ausgeartet. Und das ist natürlich sehr, sehr schlau gewesen, dass wir vor Jahren eben schon eine IT-Stellenbörse sozusagen aufgestellt haben und wo eben dann auch Unternehmen inserieren, aber auch Leute dann eben vielleicht auch ihren nächsten Job finden. Und so geht das alles so ein bisschen Hand in Hand. Ne? Deswegen, glaube ich, können wir uns auch eine 80 personenstarke Redaktion, oder nicht Redaktion, sondern 80 personenstarkes Unternehmen leisten, weil da eben mehrere Produkte auch dran geknüpft sind. Es ist nicht nur Magazin, es ist nicht nur Webseite, es ist nicht mal alles nur Journalismus. Also eine Jobbörse hat jetzt zum Beispiel mit dem Themenbereich Journalismus gar nichts zu tun. Ja, ich sehe es auch nicht gegen die anderen, ne? Aber es ist natürlich toll, dass, Grun und Jahr und Springer sind die beiden, sagen wir, Heimathäfen der anderen beiden. Es ist natürlich toll, dass ihr das so als Independent-Unternehmen geschafft habt, so weit zu kommen. Finde ich schon wirklich sehr bewundernswert, muss ich sagen. Vielleicht nochmal kurz zu dem Podcast. Wir haben jetzt ein paar Eckdaten noch vergessen. Also zum einen haben wir nicht gesprochen über die Länge. Das ist ja bei euch jetzt ganz schwierig, also die Länge der Folgen. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ihr habt diese Wochenbriefings, die ja sehr kurz sind, immer so ein paar Minuten nur. Und dann habt ihr die, ich weiß nicht, die normalen Interviews, die, ich konnte es jetzt nicht genau sagen, aber wahrscheinlich immer so eine Dreiviertelstunde ganz grob plus minus, ne? Oder? Ja, also ich glaube, auch da kann man sagen, das liegt dann immer an der Person, die den Podcast dann aufsetzt. Ich persönlich versuche meine Interviews nie länger als eine halbe Stunde zu führen. Einfach nur aus meinem eigenen Nutzerverhalten heraus. Ne? Also wenn ich mir jetzt beispielsweise einen Podcast anhöre, der mich informieren soll, fachlich, dann ist das etwas, wo ich tendenziell eine halbe Stunde wertschätze, ne, dass ich nicht irgendwie 2-3 Stunden in sowas drinne hänge, weil das schaffe ich im Arbeitsalltag nie zu hören. Auf gar keinen Fall. Müsste ich dann in der Freizeit machen. Da will ich aber eigentlich neuerdings mich auch mal ein bisschen zurückhalten von der Arbeit, wo ich sehr gerne arbeite, aber ein bisschen Abgrenzung tut ja auch ganz gut. Von daher, also wenn es berufliche Themen sind, mag ich es eigentlich snackable. 30 Minuten finde ich total cool. Andere sehen das anders. Also es gab auch schon Podcasts, glaube ich, bei uns, die gingen fast anderthalb Stunden, wo ich mir sage, wer soll das denn bitte hören? Und dann kommen wir wieder in so einem Matze Hielscher Interview-Podcast. Gut, der hat auch schon 4 Stunden erreicht, aber da gibt es auch keine Vorgaben. Soll jeder machen, wie er möchte.
Im Endeffekt liegt es dann aber auch an dir, das ganze Ding dann auch ein bisschen spannend zu halten. Ne? Dass man nachher nicht irgendwie in so eine, ja, so ein Talk geriet, der die Leute zum Einschlafen bringt. Nee, total. Und dann über 400 Folgen schon, das hat man noch nicht erwähnt, ne? Das ist auch nochmal spannend. Krass, das wusste ich gar nicht. Wusstest du selbst nicht, ja? Über 400 Folgen schon, ja. Heftig. Und ich hatte gesehen oder gehört auch die Folge mit dem Headspace-CEO Russell Glass. Die war auf Englisch. Jetzt habe ich aber nicht gesehen, wie viele Folgen generell auf Englisch sind. Aber es ist wahrscheinlich die Ausnahme eher, ne? Es war eine Folge bisher, die wir auf Englisch gemacht haben. Okay. Das lag daran, die Folge war von meiner Kollegin Insa. Und das lag damals daran, dass der Headspace-CEO nur auf Englisch sprechen wollte. Und wir natürlich so überlegt haben, ja, wir sind aber eigentlich ein deutscher Podcast, so, wir wollen aber eigentlich auch schon mit dem reden. Und dann so ein bisschen so hin und her gesprochen haben und ob man es nicht vielleicht doch irgendwie auf Deutsch machen kann, aber hat dann nicht geklappt. Coolerweise hat Insa sich dann aber auch das ein bisschen als Herausforderung also an sich genommen und hat gesagt, eigentlich, also mein Englisch ist gut, so habe ich sie noch im Ohr, aber jetzt nicht so gut, dass ich jetzt irgendwie krass moderieren könnte. Ne? Das ist ja auch nochmal vom Skillset nochmal ja ein ganz anderes, ja, eine ganz, ganz andere Palette, die du da aufmachen musst. Sie hat es dann aber durchgezogen und ich finde auch sehr gut. Also ich habe den Hut davor gezogen, einen Podcast auf Englisch, ja. Einen Interview-Podcast auf Englisch finde ich schon hart. Also das, man führt ja Interviews auf Englisch natürlich immer und jederzeit, aber man editiert sie ja dann in der Regel auch, wenn es dann darum geht, diese Interviews ins Heft zu bringen oder auf die Seite. Und dann kann man ja auch vieles rausschneiden, ne? Oder Dinge, die dann uninteressant waren, gar nicht erst thematisieren. Das kannst du natürlich bei einem Podcast, der in der Regel ein One-Shot ist und ungeschönt, kannst du nichts verändern. Und das braucht schon auf jeden Fall Selbstvertrauen. Ja, ja, nee, das war auch ganz prima. Also es wurde nur nicht gesagt, dass es der erste Podcast war auf Englisch. Deswegen hatte ich gefragt, ob ich da andere verpasst hatte. Nee, hast du nicht. Das war auch mal, wie gesagt, ein kleiner Versuch. Und war auch eine Erfahrung wert. Planen wir jetzt aber auch nicht, dass das irgendwie... Also man könnte ja jetzt annehmen, man plant sowas vielleicht, um eine größere Reichweite zu erzielen. Machen wir nicht. Super. Dann, wie gesagt, wollte ich dich nochmal fragen, die deine persönlichen Podcast-Favoriten, jetzt hast du vorhin gesagt, du schaltest auch gerne mal ab, aber nichtsdestotrotz, gibt es da welche, die du empfehlen möchtest? Ja, gerne. Also berufliche Podcasts oder eher für mich persönlich, die mich interessieren. Also ich würde jetzt mal sagen, das, was du empfehlen möchtest, ne? Wenn das jetzt berufliche sind, gerne, aber wenn du jetzt sagst, nee, ich habe hier ein, zwei private oder die halt eher Freizeitnatur haben, dann auch her damit, ja? Ne? Ja, dann, also ich würde einmal Fast and Curious nennen aktuell, weil der auch noch sehr frisch ist und weil die beiden Frauen, Lea Sophie Kramer, Verena Pauster, den sehr, sehr, sehr cool irgendwie auf die Schiene gebracht haben. Den höre ich aktuell. Das ist so ein berufliches Ding. Privat höre ich gerne Okay America von Zeit Online. Auch, weil ich selber mal eine Zeit lang in den USA gelebt habe, im Silicon Valley direkt. Und ich nie so ganz die Fühler in dieses Land sozusagen, also die Fühler rausgezogen habe aus diesem Land und ich das immer noch sehr, sehr, sehr stark beobachte, was da in der Politik passiert, was da natürlich auch in der IT-Szene passiert. Jetzt könnte man annehmen, oh, das klingt aber sehr beruflich, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen, aber eigentlich ist es eher ein privates Interesse, was ich da noch verfolge. Und gut, da nehmen wir den mal als so einen Borderline-Podcast, der noch dazwischen hängt. So. Dann nenne ich jetzt noch so einen ultra-privaten, den ich mir oft anhöre. Das ist Heinlein und Weigert. Basti Heinlein und Evelyn Weigert, so, Entschuldigung, die, das sind so zwei Freunde, die treffen sich, quatschen immer eine halbe Stunde über Gott und die Welt. Und sie hat zwar eine extrem grauenhafte Lache. Jede Person, die sich das anhört, so wird, es ist ein bisschen das Pendant zu Fest und Flauschig, wo sie immer so schmatzen, ne? Wo die Leute sich dann immer so aufregen, dass so Schmatzgeräusche da stattfinden. So ist ein bisschen so Evelyn Weigerts Lache manchmal so, es tut weh in den Ohren. Aber die beiden sind so ultra witzig. Genau, meine private Empfehlung noch. Habe ich hier gerade schon aufgemacht, sag ja zum Leben. Das klingt ja schon mal auf jeden Fall ziemlich gut. Genau. Ja. Nee, sehr, sehr cool, du. Also dann war das jetzt ein wunderbarer Ritt, finde ich, durch euer Universum. Ist krass, was ihr euch ja aufgebaut habt. Jetzt bin ich sehr gespannt auf euren Relaunch. Ja, wenn du hast ja jetzt schon einen guten Teaser aufgesetzt, finde ich. Der kommt im Sommer, sagst du, ne?
Im Sommer irgendwann. Ja. Das, auch das ist nicht am Reißbrett entwickelt, dass wir jetzt da irgendwie so einen Termin haben, der unbedingt eingehalten werden muss. Aber so die grobe Zielmarke ist im Sommer. Und ich bin auch überhaupt gar nicht involviert und bin mindestens genauso gespannt wie ihr alle da draußen, was dabei passiert, so, also was da konkret gemacht wird. Super. Du, da sind wir aus meiner Sicht, sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein. Cool. Andreas, dann hat mir das ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vielleicht sprechen wir dann irgendwann nochmal retrospektiv über den Relaunch. Das können wir gerne machen. Vielleicht macht es aber auch ein anderer Kollege oder eine andere Kollegin. Genau, weil, wie gesagt, man weiß nicht, was kommt bei euch. Die Rollen sind fließend bei uns. Super, coole Einstellung. Danke, dass du da warst, ja? Ja, vielen Dank auch. Auf bald dann. Und schönen Tag euch allen. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Andreas Weck, der Podcast-Host von T3N. Damit sind wir durch für den Moment, beziehungsweise für heute. Aber nicht vergessen, morgen geht's weiter mit Startup Insider Read Only und meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Dann, wie gesagt, zu Gast Vanessa Weber, CEO von Werkzeugweber und ihr Buch Mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Ja, also damit sage ich Tschüss für diese Woche, euch ein tolles Wochenende und morgen reinschalten lohnt sich auf jeden Fall, habt ihr ja gerade gehört. Und ansonsten sage ich hoffentlich bis Montag. Alles Gute, ciao, ciao. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.